Hey ho und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mit dabei habe ich The Old Guard Band Nummer 1 aus dem Hause Splitter, die obendrauf auch noch 2 Exemplare zur Verlosung zur Verfügung gestellt haben. Und was es damit genau auf sich hat, werde ich dann zum Schluss dieses Videos erwähnen. Was ich aber direkt am Anfang erwähnen möchte, ist, dass heute am 10. auf Netflix auch die Serie von The Old Guard startet und beim Splitter Verlag schon der zweite Band in der Mache ist. Und das ist eine Sache, die mich persönlich richtig freut. Zum einen, dass der zweite Band jetzt direkt hinterherkommt und zum anderen, dass ich mir davon jetzt noch die Serienform angucken kann, weil das, was Greg Rucka da abgeliefert hat mit The Old Guard, fühlt sich so frisch und neu an. Und das, obwohl die Thematik der Unsterblichkeit nicht gänzlich neu ist. Aber die Aspekte, wie das Ganze dann von Greg Rucka ausgearbeitet wird, habe ich in so einer schönen Form selten erlebt. Obendrauf kommt ein Artwork und eine Farbpalette zum Vorschein, die so unglaublich kräftig und wunderschön ist, dass einem die Panels einfach nur so um die Ohren geballert werden. Zum Teil erinnert mich der Zeichenstil so ein bisschen an Frank Miller, aber auch wirklich nur ganz, ganz selten. Aber das Spiel mit den Schatten, Schwarz- und Weiß-Effekten, kriegt der Kolorist hier unglaublich gut hin. Deshalb habe ich euch jetzt auch mal ein paar Seiten rausgesucht, die ich an der Stelle neben mir einblenden werde. Der große Aufhänger der Geschichte ist, dass man eine Truppe von 4 Söldnern kennenlernt, die halt unsterblich sind. Die Anführerin der Truppe ist die gute Andy, die schon ein paar Jahrtausende alt ist. Wie alt sie genau ist, daraus macht sie lange ein Geheimnis. Das erfährt man dann als Leser am letzten US-Heft von den ganzen US-Heften, die es in diesem Trade hier reingeschafft haben. Und der große Aufhänger ist, dass diese Truppe, die unterschiedlich alt ist, der jüngste von den 4 ist 200 Jahre alt, 2 sind etwa 1000 Jahre alt und die gute Andy, wie gesagt, daraus wird lange Zeit ein Geheimnis gemacht und alle haben halt schon etliche Kriege miterlebt und haben schon in etlichen Schlachten gekämpft und eine Sache, die immer wichtig gewesen ist, ist, ihre Herkunft zu verschleiern und halt vor allen anderen zu verstecken, dass sie unsterblich sind. Und die Unsterblichkeit und Selbstheilungskräfte kann man sich in etwa vorstellen wie bei einem Wolverine, sprich, wenn die Hälfte vom Gesicht weggeschossen wird, wächst das Ganze nach. Je nachdem, wie tief die Wunde ist, dauert das Ganze dann halt ein bisschen länger, bei den einen geht es ein bisschen schneller und darum drauf kommt dann nochmal der Faktor, dass sie zwar quasi unsterblich sind, aber nicht wirklich unsterblich. Weil bei jedem Einzelnen ist die Dauer des Lebens unterschiedlich lang. Manche können halt wirklich ein paar Jahrtausende leben, ein paar nur ein paar hundert Jahre und was der nächste Tod ist, das weiß man nicht wirklich und ein paar aus der Truppe lechzen auch schon die ganze Zeit nach dem Tod, weil das ewige Leben halt so seine Tücken mit sich führt. Wie zum Beispiel, dass alle sozialen Kontakte, die man aufbaut, irgendwann sterben werden und obendrauf auch irgendwann, wenn man den Kontakt behält, herausfinden werden, dass man selber halt diese Selbstheilungskräfte hat und unsterblich ist und das ist dann der Zeitpunkt, wo die meisten etwas davon abhaben möchten und dann verbittert werden, wenn sie herausfinden, dass diejenigen halt nicht diese Kraft weitergeben können. Und das ist ein Aspekt, der wunderschön ausgearbeitet wird und auch zeigt, wie sehr die Charaktere daran reifen, zerbrechen und selber damit abschließen müssen, dass soziale Kontakte jetzt für den Rest ihres Lebens, das halt unendlich lang sein kann, komplett Geschichte sein können. Und da ist halt der große Twist, dass sie halt die ganze Zeit alles verbergen müssen und am Anfang der Geschichte werden sie in einen Hinterhalt gelockt von einem Menschen, mit dem sie circa 8 Jahre schon zusammenarbeiten, der im Hintergrund herausgefunden hat, dass die Truppe quasi unsterblich ist und deswegen das Ganze an jemand anders verkauft hat und deswegen lockt er die ganze Truppe in einen Hinterhalt, wo dann Kameras versteckt sind, so dass gefilmt werden kann, dass sie diese Selbstheilungskräfte sind, so dass er den allerersten Beweis in der Hand hat und von da an muss die Truppe sich halt auf den Weg machen, diese Aufnahmen zu vernichten. Auf der anderen Seite taucht ein neuer mit Selbstheilungskräften auf und das zeigt sich den anderen halt, indem dass sie nachts davon träumen und Visionen von dieser Frau haben, die jetzt auch diese Kräfte hat und diese Visionen hören dann auch tatsächlich erst auf, wenn dieses neue Mitglied halt aufgenommen wird oder besser gesagt aufgesammelt wird. Jede Menge interessante Charaktere, ein hammergeiles Artwork und der ganze Aspekt der Unsterblichkeit ist zwar eine Sache, die ja schon tausendmal behandelt wurde, aber so ausführlich wie der Greg Rucka das hier an der Stelle geschafft hat und so faszinierende Charaktere und eine Andy, die eine so tolle Frau ist, die im Mittelpunkt steht und die so interessant ist und so viele Facetten hat und dann doch so vielseitig ist, hätte ich an der Stelle nicht erwartet. Obendrauf halt ein, zwei Plot-Twister, die ich nicht vorhergesehen hatte und da obendrauf kommt noch das Gewinnspiel. Ihr hört es wahrscheinlich schon für mich raus. Für mich ist das wirklich 9 bis 10 von 10 Kandidat. Ich freue mich schon tierisch auf den zweiten Band und finde obendrauf richtig cool, dass das Splitter Verlag halt 2 Exemplare hat springen lassen, die jetzt an der Stelle an euch rausgehen. Ballert mir einfach den Hashtag Splitter beste Jahr in die Kommentare rein und ich werde dann in 10 Tagen 2 von euch anschreiben, die davon Splitter die Exemplare jeweils zugeschickt bekommen. Ansonsten würde mich noch echt interessieren, ob euch heute die Serie reinzieht, ob ihr das Comic gelesen habt und ob ihr es genauso abfeuert wie ich. Und da obendrauf würde ich mich auch echt freuen, wenn ihr auf Instagram vorbeischaut, einen Daumen nach oben und ein Abo da lasst. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein!